Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute haben wir eine weitere Episode vom FIFA Talk am Start. Und zwar reden wir heute wieder über aktuelle Themen rund um FIFA 18. Was ist neu? Was hat sich einfach in den letzten Tagen rund um FIFA 18 so getan? Und dann würde ich sagen, können wir auch schon direkt beginnen mit Thema Nummer 1. Insgesamt sind es 6 Stück und wir beginnen einfach mal. Beim ersten Thema handelt es sich um das Verteidigen. Richtig verteidigen in FIFA 18 scheint ja echt richtig schwer zu sein. Da haben echt die meisten Leute viele Probleme. Allgemein bekommt man echt viel mehr Gegentore auch als in FIFA 17. Und da habe ich einfach mal 2 Tutorials für euch rausgesucht. Das eine ist von Tim Latka, das andere von Boras Legend. Ich habe euch beide mal in der Beschreibung verlinkt. Checkt die unbedingt ab. Ich habe mir beide auch angeschaut, bin dadurch auch ein bisschen besser geworden. Es ist natürlich nicht leicht und man muss schon selber ein bisschen was drauf haben, dass man da in FIFA 18 auch wirklich gut verteidigen kann. Aber ich denke mal, die meisten von euch fangen was an mit dem Video und können dadurch auf jeden Fall dann besser verteidigen in FIFA 18. So, wir kommen auch schon zum zweiten Thema und dabei geht es um Hidden Gems in FIFA 18, Karrieremodus. Also, beim Karrieremodus gibt es ja immer wieder so Talente, die extrem, extrem gute Werte und ein extrem hohes Rating bekommen können. Und EA hat dazu sogar eine offizielle Liste veröffentlicht. Das wusste ich gar nicht, aber die habe ich eben vor ein paar Tagen gefunden und da dachte ich mir, komm, ich packe das einfach mal rein, denn für alle Karrierespieler ist diese Liste der Weg zur perfekten Mannschaft, denn da seht ihr einfach, welche Spieler das höchste Potenzial haben und mit welchen Spielern ihr einfach am meisten anfangen könnt. Und dann habe ich euch auch noch ein weiteres Video verlinkt vom FIFA Tour, und zwar also vom Dennis, Grüße gehen natürlich raus an dich auch, und zwar hat er auch dazu ein Video gemacht, so kleine Hidden Gems in FIFA 18 Karrieremodus. Also für alle Karrieremodus Spieler, schaut auf jeden Fall erstens mal den Link an und zweitens mal das Video vom Dennis. Okay, wir sind beim dritten Thema angelangt und dabei geht es um etwas, was viele, glaube ich, nicht wissen. Und zwar ist es in FIFA 18 tatsächlich möglich, den Torwart zu steuern. Ja? Während man spielt, ganz normal irgendwie Weekend League oder so, kann man tatsächlich den Torwart steuern. Das habe ich erfahren durch den Gustav. Und sein Link ist natürlich in der Beschreibung und eben auch das Video. Ja? Er hat nämlich ein Video dazu gemacht, wie das genau funktioniert, ein Tutorial. Also checkt das unbedingt mal ab und lasst ihm auch ein Abo da. Und er zeigt euch genau, wie ihr den Torwart in den richtigen Situationen einsetzen könnt, denn manchmal ist das ganz sinnvoll. Ich denke mal, ihr kennt das, wenn zum Beispiel jetzt der Gegner so aufs Tor zuläuft und ihr wisst eigentlich schon, wo er hinschießt. Ihr könnt aber nichts machen, weil ihr den Torwart nicht steuern könnt. Jetzt ist es eben möglich, dass ihr in solchen Situationen ein, zwei Schritte rüber gehen könnt und dadurch dann eben den Ball parieren könnt. So, wir sind angelangt beim Thema Nummer 4 und das ist auch kurios. Ja, das ist so mehr oder weniger ein Glitch bzw. ein Fail von EA, und zwar sind tatsächlich verletzte Spieler auf dem Transfermarkt erschienen. Und zwar haben mir da ganz viele Leute das geschrieben auf Instagram, Snapchat und so, dass sie auf einmal verletzte Spieler auf dem Transfermarkt gefunden haben oder sie sogar verkauft haben selber. Keine Ahnung, was da mit EA los ist. Normalerweise kannst du ja eigentlich keine verletzten Spieler verkaufen und auch keine Spieler ohne Verträge. Aber tatsächlich ist es eben anscheinend manchmal möglich, da das Spiel vielleicht auch ein bisschen buggt oder so, könnte es auch sein, dass es einfach nur ein Anzeigefehler oder so ist. Aber eben eine Person hat mir auch geschrieben, dass ein Spieler von der Person eben verletzt war und dann hat er ihn einfach trotzdem verkaufen können. Ja, ist ein kleiner Fail von EA und da dachte ich mir einfach mal, komm, ich packe das jetzt einfach auch noch hier in das Video rein. Und jetzt habe ich noch 2 Themen für euch am Start, die sowas von interessant sind in meinen Augen und die ich euch einfach unbedingt vorstellen muss. Und zwar geht es beim ersten Thema von diesen letzten beiden nochmal um eine Möglichkeit, um einen Weg, um irgendwie an ein 100k-Pack zu gelangen. Und zwar wurde das Video, was ihr jetzt wahrscheinlich schon gesehen habt oder gerade seht, auf MadHDGamer nochmal retweetet. Das heißt, MadHDGamer hat das Video retweetet und zwar hat ein Fan ihm das geschickt. Und zwar hat dieser Fan bei den Daily Objectives einfach mal ein 100k-Pack rausbekommen. Ja, der hat dann eine Mini-Mini-Aufgabe abgeschlossen, drückt auf OK und bekommt einfach ein 100k-Pack. Richtig, richtig kurios. Mittlerweile habe ich das jetzt schon auf vielen, vielen anderen Accounts gesehen. Also, wenn du da ein bisschen durchschaust auf den Social Networks und so, dann findest du da einfach so viele Videos, wo Leute aus den Daily Objectives, also aus diesen täglichen Aufgaben,
einfach mal richtig kranke Packs bekommen. Das ist wirklich, wirklich krass und deswegen rate ich euch einfach nur, Leute, macht diese Daily Objectives, wieso denn auch nicht? Da sind teilweise Aufgaben dabei, wo steht, ihr müsst einen Bronzevertrag anwenden. Ja gut, dann wendet diesen blöden Bronzevertrag an. Wenn ihr dafür ein 100k Pack bekommt, dann hat sich das ja mal sowas von gelohnt. Also mein Tipp an euch, nutzt die Chance und macht wirklich jede Aufgabe aus den Daily Objectives. Oder zumindest halt die Aufgaben, die easy sind. Eben wie zum Beispiel einen Vertrag anwenden, wie eine Fitnesskarte anwenden, wie einen Chemistry-Style anwenden. Ja, das ist ja nicht teuer und das lohnt sich dann auch. Und es ist richtig, richtig krass, wenn ihr da was Gutes bekommt. Falls ihr da irgendwie schon mal was Heftiges dabei rausbekommen habt, als Belohnung für ein Daily Objective, dann schickt mir das unbedingt auf Instagram. FIFAAllstars_David heiße ich da. Und wenn da ein paar Sachen reinkommen, werde ich das sicherlich nochmal in einem Video erwähnen. Und ja, Freunde, das ist eigentlich auch schon dieses vorletzte Thema gewesen. Finde ich echt interessant, dass man da so geile Packs bekommen kann und das finde ich echt richtig, richtig nice. Okay, wir sind angelangt beim letzten Thema, beim sechsten Thema und zwar geht es hier nochmal um den Foot Draft Glitch. Ich habe ja vor ein paar Tagen ein Video gemacht, dass es möglich ist, durch Foot Draft bzw. ja, durch Foot Draft Millionär zu werden, indem du Foot Draft einfach immer und immer wieder for free, also gratis spielen kannst. Das war aber in dem Video dann nicht ganz möglich. Wieso war das nicht möglich? Ich habe mir die Preise nicht abgeholt. Ich habe den Disconnect verursacht und bin dann eben hier auf diese Website dann gegangen und habe eben ja diese Anforderung gestellt und dann ist aber bei mir rausgekommen, dass das Ganze nicht möglich ist, dass ich keinen Foot Draft Token bekomme. So, dann in den Kommentaren haben mir ganz, ganz viele Leute geschrieben, yo, du musst doch nur deine Belohnungen abholen, dann wäre es möglich gewesen. Und mir haben auch viele Leute auf Instagram geschrieben, yo, du musst nur deine Belohnungen abholen. Dann kannst du auf die Website gehen und dann wirst du auch verifiziert als, ja, als eben kein Betrüger, sondern als, wie soll ich sagen, als ehrlicher Mensch, der da eben sozusagen hier den Foot Draft Token sich verdient hat, indem er eben diesen Disconnect bekommen hatte. Also würde ich euch raten, Leute, falls ihr den Foot Draft Glitch macht, dann seid nicht so blöd und holt euch die Preise nicht ab, sondern holt euch zuerst die Preise ab, wartet dann so 5 Minuten und dann geht ihr auf die Website und holt euch das Ganze ab. Und dann bekommt ihr eben einen Foot Draft Token. Wie gesagt, extrem viele Leute haben mir ihre Bilder auf Instagram geschickt und mir dazu geschrieben, dass man eben die Preise abholen muss. Also das ist das Wichtigste zu diesem Foot Draft Glitch, dann ist dieser auch möglich. Okay, Freunde, das war's mit dem Video. Ja, ich bedanke mich recht, recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Hat mich gefreut, dass ihr so lange am Start geblieben seid. Also für alle Leute, die eben jetzt natürlich noch dabei sind und schreibt mir gerne eben ja, Dinge zu diesen Themen da in die Kommentare, falls euch irgendwas aufgefallen ist, falls ich was falsch gesagt habe oder falls ihr irgendwie noch weiteres dazu wisst, alles in die Kommentare ballern, ich werde mir das auf jeden Fall auch durchlesen und vielleicht sogar auf das ein oder andere Kommentar auch eingehen, falls es sich zeitlich ausgeht und dann war es an sich auch schon mit dem Video, checkt die Links in der Beschreibung ab, Leute, checkt gerne auch noch meinen Merchandise ab, der auch in der Beschreibung drinnen ist und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, habt immer High Hopes und ciao.